So, sie sind ja noch nicht Bischöfe. So ist es. Also ich habe einen Namen, das reicht ja. Herr Betzing. Genau. Bleiben die der Herr Betzing, wenn sie Bischof sind? Das wird, glaube ich, ganz unterschiedlich sein, wer mich anspricht und wie er zu mir steht. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber manche Leute sind ja dann der Bischof. Das ist ja so eine Frage des Selbstverständnisses. Ja. Ob man sich eher als der Herr Betzing sieht, der jetzt auch Bischof ist, oder ob man dann der Bischof ist. Ja. Ich würde schon sagen, ich werde mich an das Bischof gewöhnen, denn das ist ja nicht nur ein Job oder eine Funktion, sondern das bin ich. Und da muss ich mich dann auch fragen, was muss ein guter Bischof mitbringen, mit dem Bischof leben? Er muss authentisch sein, glaube ich. Ja. Und ja, das wurde ich ja ganz oft gefragt, was braucht man alles, was ist das für eine Wahnsinnsaufgabe. Mit 55 Jahren ist man eine geprägte Persönlichkeit. So wie ich bin, werde ich wahrscheinlich auch bleiben, und offenbar meinen einige, das würde mich geeignet machen, diesen Auftrag zu erfüllen. Wie sind Sie denn? Wie würden Sie denn Ihre Stärken charakterisieren? Also ich kann arbeiten, ich kann herzlich und kräftig glauben, das ist ganz wichtig. Ich lege Wert auf. Ja, genau, der konnte ganz vieles, was ein Bischof auch können muss. Ich bin, glaube ich, ein kommunikativer Mensch. Ich suche das Gespräch, ich suche den Austausch, ich suche Beratung. Ich kann auch Entscheidungen treffen, das muss ein Bischof tun. Und ich suche immer wieder den Pfad nach oben, weil der liebe Gott seine Finger im Spiel haben muss. Er hat mir einen guten Job mit dem Trainer. Das ist, glaube ich, die verkehrte Perspektive, obwohl ich ja wirklich erschrocken war und überrascht, dass man mich gewählt hat, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Ich war nicht auf Abschied von Trier eingestellt, das muss ich sagen, aber als Priester gehört das dazu, dass du wirst gebraucht, das ruft man dir zu und dann kommt man. Sie waren erschrocken, sie waren überrascht, das heißt, sie haben kein bisschen damit gerechnet. Nein, also wirklich, beim allerbesten Willen nicht. Ich wusste, in Limburg sucht man einen Bischof, es gibt auch Personen, über die man sich kundig macht, das ist ganz klar, aber dass ich da irgendeine Rolle spielen sollte, also im Traum nicht. Sie haben von sich mal gesagt, Sie sind einer, der gut entscheiden kann. Die erste schwierige Entscheidung mussten Sie schon treffen, wo Sie wohnen. In dem Normalfall eigentlich keine so eine Sache, aber im Fall Limburg eine hochemotionale Angelegenheit. Sie haben gesagt, Sie werden nicht hier in diesem Bischofshaus wohnen, arbeiten, ja, aber nicht wohnen. Eine Entscheidung, die trotzdem noch ein paar Fragen offen ist. Beleuchtete Treppen, ein Untergeschoss, für das Elfen zermeißelt wurden. Eine edle Bibliothek. Ein Badezimmer, das sich per Tablet bedienen lässt. Willkommen in der Residenz, die sich der ehemalige Bischof Thebats van Elst auf dem Domberg in Limburg bauen ließ. 5 Millionen Euro sollte sie kosten, am Ende waren es dann 31 Millionen. Die Begeisterung von der Basis hielt sich in Grenzen. Ich finde das die größte Schweinerei, die es auf Gottes Erdboden gibt. Die andere Frau, wenn eine Hand voll reicht, und der schmeißt Geld, Millionen schmeißt er raus. Ne? Ich bin ein Pfarrer und habe eine wahnsinnige Mut. Dieser Architekt gehört die Kreuzigung in Arbe. Thebats van Elst ist weg, die Residenz bleibt. Was macht man jetzt mit einem Bau, der für viele der Stein gewordene Beweis für die Thronzucht der Kirche ist? Entschieden ist, der neue Bischof wird nicht einzeln, sondern in einem bescheideneren Haus wohnen, 10 Minuten vom Dom entfernt. Die Residenz auf dem Domberg bleibt sein Dienstsitz. Aber was passiert jetzt mit den 6 Millionen teuren Privatgemächern? Eventuell soll hier die Verwaltung des Diözesanmuseums einziehen, heißt es. Das klingt schon wieder ziemlich bürokratisch und nach Notlösung. Hat man in Limburg wirklich verstanden? Wo bleibt die große soziale Geste? Wenn die für einen Bischof gerade gut genug ist, warum soll die nicht auch für einen Flüchtling aus Lampedusa gut sein? Bedürftige, die in der Bischofsresidenz wohnen. Ein wahrhaft christlicher Gedanke. Wäre ein wirklich starkes Symbol jetzt nicht an der Zeit gewesen für die Wohnung? Flüchtlinge, eine Frau hat auf Facebook geschrieben, bei uns, Ute Königstedt, eine bischöfliche Ferienwohnung für Alleinerziehende wäre doch auch eine schöne Sache gewesen. Also wirklich ein sozialer Zweck. Ja. Also, es gibt viele unterschiedliche Ansichten über die Nutzung der Wohnung. Flüchtlingen diese Wohnung anzubieten, ich glaube, das würde zur Integration.
Situation nicht sehr beitragen. Also man muss da auch wirklich verantwortlich sein. Also ich glaube, wir müssen realistisch bleiben. Flüchtlingsfamilien brauchen eine sehr gute Unterkunft. Sie brauchen vor allem Menschen, die sich um sie kümmern, die ihnen helfen, hier bei uns anzukommen und reinzukommen. Da muss eigentlich alles gut stimmen. Sie müssen gut wohnen können, sie müssen Kontakte haben, sie müssen die Sprache lernen. Da tun wir als Kirche sehr, sehr viel in unseren karitativen Projekten mit ganz viel ehrenamtlichem Engagement. Da ist es besser, glaube ich, aufgehoben als jetzt bei dem Symbol der Bischofswohnung. Aber bleiben wir doch